somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place has grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Um ein kleines bisschen meinen Vlog zu fördern. Wir haben uns in Griechenland ein Auto gemietet und fahren jetzt ein bisschen mal durch die Insel. Mal die Insel zu erkunden, mal zu sehen, was da noch alles geht. Natürlich sind wir jetzt gerade noch auf dem Weg und suchen gerade ein verlassenes Dorf. Und da bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt mal einen Stopp gemacht an der Landstraße, genau beim bei einem schönen Ausblick, muss man sagen. Einfach mal das zu genießen, wie schön das hier aussieht. Zu unserem kleinen verlassenen Dörfchen haben wir erstmal ein anderes Lost Places entdeckt. Und das ist hier tatsächlich noch ein Teil, wo Mussolini noch persönlich die Gebäude errichten ließ. Allerdings ein Gebäude noch gar nicht, oder die Gebäude gar nicht genutzt hat. Sich noch eine Villa baute, die dann später als ein Krankenhaus umfunktioniert wurde. Tja, und das kommt alles im Anschluss. Im Hintergrund sieht man schon mal das kleine Krankenhäuschen. Jetzt nicht rein. Kleines Lager. Also auch was sehr ersichtlich ist. Hier gibt es tatsächlich Touristen, die haben sich extra Autos geliehen, um Urbexen zu können. Das ist schon mal echt ein Massentourismus auf einer komplett anderen Art. Das ist, da rennt die nächste mit der Kamera rein. Das ist ja voll der Anziehungspunkt. Ja, übelst. Muss man noch Eintritt nehmen. Das ist hier gerade noch komischer als wie wenn man in ein Museum hineingeht mit Leuten, die dann einfach nur cool. Das ist ein bisschen öffentliches.
Wir haben gerade den Griechen gesehen, dann mit einer Flasche Bier. Krass, du hast aus den Räumen rausspaziert. So, naja, scheiß drauf. So, das heißt, es ist verständlich, so auf der Welt. Einfach eine geil. Ich dachte, ich bin schon erfahren. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur so ein Billboard, so ein Mecker für Lost Places gibt. Auf jeden Fall, um das kurze Video noch ein bisschen länger hinauszuziehen, gehe ich jetzt mal mit Danny in Mussolini, seinen alten Amtssitz hinein oder was auch immer das gewesen sein sollte. Wir haben es bloß ein bisschen von ein paar Griechen erfahren, die auch mit drin gewesen sind, die nach uns reingingen. Da haben wir mal nachgefragt. War nochmal ein schönes Gebäude.